So, hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Die Welt der Kriegsschiffe, genau. Zumindest auf Deutsch. In der letzten Folge sind wir mit diesem Schiff hier gefahren. Und schreibt mir doch mal bitte in den Kommentaren, das ist ganz wichtig, ob euch dieses Projekt interessiert und ob ihr hiervon mehr sehen wollt. Das ist ein recht wichtiger Punkt für mich, um zu wissen, ob es daran wirklich Interesse gibt. Dieses Projekt, weil es ja halt schon ein bisschen anders ist, ein bisschen weniger Action ist als bei War Thunder. Ja, beim letzten Mal sind wir dieses Schiff hier gefahren. Ich habe jetzt mal noch eine Runde danach gespielt, wo ich jetzt noch mal ein bisschen XP gesammelt habe und dann noch ein neues Schiff freigeschaltet habe. Dieses Schiff ist jetzt auch ein Elite-Schiff, wie ihr hier oben rechts an den goldenen Kranz um diesen Schifftyp seht. Da steht der Kuja, dann ist da das Zeichen dafür da, da links daneben. Und da ist jetzt so ein goldener Kranz, sag ich mal, drum. Das heißt, dass es ein Elite-Schiff ist. Elite-Schiff heißt, dass alle Erfahrungen, die ich jetzt mit denen verdiene, zu freier Erfahrung wäre und die dann jetzt auch für andere Schiffe verwenden könnte. Wie wird so ein Schiff zu einem Elite-Schiff? Ihr müsst einfach alles erforscht haben, wie man hier gerade sieht. Ja, aber dadurch, dass ich jetzt natürlich bei dem alles erforscht habe, habe ich ein neues Schiff. Und zwar das hier. Es ist so ein kleines bisschen größer. Hat aber auch nur zwei Kanonen. Was für die Größe des Schiffes recht wenig ist, muss ich zugeben. Ich bin jetzt selbst noch nicht gefahren. Das heißt, wir werden jetzt dieses größere Schiff T2 das erste Mal zusammenfahren. Hat auch noch keine Upgrades oder sonst was. Ich bin gespannt. Oh, wir haben 8 Destroyer. Ach, diese Pfeile sind Destroyer. Okay. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch die Torpedos, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Schade, dass es keine U-Boote an sich gibt. Im Zweiten Weltkrieg dürfte es ja auch so langsam die ersten U-Boote gegeben haben. Gab es im Ersten Weltkrieg U-Boote? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, die kämen erst im Zweiten dazu. Und dann waren die Deutschen ja damals mit der U-Boot-Technologie noch recht weit vorne. Das hier ist jetzt ein kleiner anderer Spielmodus. Hier müssen wir entweder alle Feinde zerstören oder die feindliche Base einnehmen. Nee, warte mal, das ist... Or capture the base. Weil das sieht jetzt gerade auf der Karte so aus, als gäbe es nur eine Base. Wow. General Quarters. Ja, ist auch so. Es gibt nur einen Punkt, worum man sich jetzt gleich streiten wird anscheinend. Ah, wir haben eine Kanone mehr. Aber wo ist die? Wo ist denn die dritte Kanone? Bin ich blöd? Ne, wir haben 4 sogar. Wir haben 4 Kanonen. 2 ist, glaube ich, die ganz vorne ist. Wir fahren jetzt auch mal los. Also 4 Kanonen sind ja dann schon in Ordnung, finde ich. Aber ich sehe sie halt leider nicht. So. Wir wechseln erstmal die Munition. Auf unsere panzerbrechende Munition. Wir haben 17.300 HP. Ich weiß gar nicht, wie viel das andere hatte. Ich glaube, das andere hatte nur so Pi mal Daumen 10.000, ne? Haben also auch ein bisschen mehr HP. 2 und 4 sind... Ne, die vordere müsste zielen können. 1 ist die vordere, 4 ist die hintere. Wo ist... Ja, 1 ist die vordere, 2... 4 ist die hintere. Wo ist 2? Wieso hat 2 nur so einen extrem eingeschränkten Radius? Muss irgendwo vorne am Schiff sein, die Kanone. Ich würde ja sogar schon fast eher da mit den Kleinen um die Insel rumfahren. Da geht's los, da sieht man die ersten Schüsse. Der ist aber viel zu weit weg, ich sehe noch nicht einmal eine Kilometeranzahl. Wir fahren gerade... Wie wird das denn dargestellt? 25 Knoten? Pro... Was? TS? Okay, wir fahren auf jeden Fall auch hier rum. Da sind auch feindliche Schiffe hier hinter der Insel. Da ganz vorne sehen wir auch. Sehen wir es auch nochmal.
Der Park da, okay. Wir drehen uns noch ein Stück mehr. Wie gesagt, erste Schlacht mit diesem Schiff. Ich bin mir also selbst noch nicht sicher, wie die ablaufen wird. Und wie dieses Schiff überhaupt schießt. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Schuss von mir gegeben. Das Schiff treffe ich nicht. Das ist zu weit weg. 12 Kilometer ist zu weit. Da 8 Kilometer ist nicht zu weit. Ich sollte aber auch hart abdrehen. Da habe ich es getroffen. Oh Gott, die Ladezeit ist relativ lange. Oha! Den treffe ich da hinten, glaube ich, nicht. Da ist First Blood passiert. Ein Destroyer von uns wurde zerstört. Das ist nicht so gut. Möchte ich da mal behaupten. Das Schiff kommt näher. Ein Stück langsamer. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Kleines bisschen zu wenig, aber er fährt, glaube ich, auch auf mich zu. Wow, wo kommt denn jetzt der Destroyer auf einmal her? Hier ist so eine scheiß Rauchwolke. Okay, ich habe Hardcore-Probleme. Ich habe Hardcore-Probleme. Fahr, 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 Schiff, fahr! Da ist auf jeden Fall ein Torpedo, ja, ich sehe ihn. Oh Gott, mein Kollege fährt da gleich voll rein. Oh. Ihn hat, glaube ich, ein Torpedo erwischt. Das tut natürlich Hardcore weh. So. Lenken. Oh Gott. Der ist kaputt. Oh Gott, oh Gott. Ich will hier weg. Hier ist mir gerade zu viel los. Das ist ein Destroyer hier. Na, mein kleiner Freund. Bam! Critical Damage, Alter. Puh, Schiff erstmal ein bisschen reparieren. Ich muss hier weg, Alter. Ich muss hier weg. Ich bin voll im Arsch. 1000 AP nur noch. Oh, Scheiße. Huch. Tschüss. Wir müssen im Endeffekt nur den Punkt halten. Hey, er ist wieder da. Was ist denn das? Erwischt. Ich habe irgendwelche Autogeschütze anscheinend auch dran oder so, die gerade schießen. Noch ein Treffer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feuer! Nein, wir brennen, glaube ich, aus. Wir haben noch 40 Sekunden nur noch. Wir brennen aus, wir brennen aus. Ah, Scheiße. Da sind wir ausgebrannt. Wenn ich die Schlacht jetzt verlasse, dann kann ich mit dem Schiff leider nicht weiterspielen. Aber ich würde gern wissen, wer gewinnt, muss ich zugeben. Ich würde gern ein Schiff spectaten, das da hinten deutlich mehr in der Action ist. Da, der fährt doch gerade gut dahin. Gucken wir dem mal zu. Warum ich, also ich mach sowas sehr gerne bei so Spielen, die ich neu spiele, wo ich relativ früh sterbe, anderen Spielern beim Spiel zuzugucken. Was einfach daran liegt, weil ich das Spiel lernen möchte. Und ich finde, durch Zugucken von vor allem Spielern, die das Spiel besser können,
hilft enorm, um ein Spiel zu lernen. Ich meine, diese Schlacht, die hier gerade abgeht, finde ich auch recht gefährlich. Weil der da hält das auch nicht mehr lange. Das ist ein zu großer Schusshagel von 4 Schiffen. Aber 2 von uns schießen auch gut drauf. 3 Stück schießen da sehr gut drauf. Einer von denen ist auch schon fast kaputt. Wir sind auf jeden Fall schiffmäßig im Vorsprung. Obwohl die ihren First Blood gemacht haben. Los, komm, gib denen jetzt nochmal eine volle Breitseite mit. Hier sieht man auch, ein amerikanisches Schiff hat jetzt schon... Das ist, glaube ich, nur T2, oder? Oder? Alnur? Ja, ich habe auch T2. Was ist ein Alnur für ein Schiff? Oder ist Alnur der Spielername? Ist der Spielername? Das ist ein T3-Schiff hier sogar. Uiuiuiui. Oh, oh. Obwohl japanische Sache. Too much noob at one place. Die amerikanischen Zerstörer ja sogar recht große Furcht damals gesät haben, meine ich sogar. Die amerikanischen Zerstörer scheinen durchaus was drauf zu haben. Obwohl das hier ja kein Zerstörer ist. Ei. Eieiei. Aber der ist jetzt gerade wieder weg. Also hinter der Insel, von da aus trifft er nicht mehr. Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger 101 nicht, weil da hinten schießt ja noch einer mit drauf, der da 6 Kilometer entfernt ist. Naja, Flamer gibt es anscheinend in jedem Spiel. Hier ist es der Erwin Rommel, der will sich irgendwie bekannt machen. Seine 5 Minuten Ruhm. Viel Geschütze, ey. Und dann solche Fetten auch noch. Ui. Oh, oh. Mist erwischt. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, es gibt anscheinend schon verschiedene Punkte, wo man die Schiffe treffen kann, was verschiedene Sachen halt auslöst. Ne, wie zum Beispiel, ich habe glaube ich auch schon mal im letzten Part diese Fahrerkabine zerschossen oder so. Von jemandem oder da zumindest reingeschossen hat, die Kapitänskajüte oder so. Aber ich finde diese Schadensmodelle der Schiffe sind noch recht, also die Schadensmodelle nicht, aber so wirklich, von wegen, wenn ich eine Kanone treffe, soll die Kanone auch kaputt gehen, ich sag's mal so, dass er dann die Kanone nicht mehr verwenden kann. Oder wenn ich ihn zum Beispiel mit einem Torpedo hier hinten ins Schiff schieße oder so, dass er dann halt keinen Schub mehr geben kann. Das fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen. 680 Forschungspunkte, 28.475 dieser Silver Coins und dann hier nochmal Die Hard Battle bekommen. Destroy an enemy ship by ramming and survive. An additional reward is given once in each 44-hour period. Okay. Ja, zerstöre ein feindliches Schiff, indem wir da reinfahren und es überleben. Dies haben wir geschafft. Wir haben unser drittes Level erreicht, also wir sind jetzt Level 3 gekommen, haben jetzt unsere Daily Missions bekommen und nochmal 20.000 Bonus. Honor to Heroes. Hotel Janky. Reward for a chief are already available on your ship. Ach so, das kann ich jetzt irgendwie in mein Schiff anbringen oder wie? Und dann mache ich... Ich verstehe es jetzt nicht so hundertprozentig, weil das war jetzt irgendwie, dass ich RAM-mäßig weniger Schaden bekomme, aber mehr austeile. So, was machen wir? Wir können leider nicht unsere Hülle upgraden, aber wir können Typ 2 Mod 2 Gunfire Control System upgraden. Das würde unsere Fire Rate um 10 erhöhen und unsere Range auch nochmal um 1. Artillerie auch plus 1. Aber wo sind denn jetzt die anderen Kanonen gewesen? Ach da! Sieh mal einer, guck, darum auch noch so eine begrenzte Reichweite. Die habe ich gar nicht gesehen. Hier. Warte, ich drehe mich mal weg von der Sonne. Hier vorne. Das ist relativ mittig. Stehen auch noch Kanonen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die vordere und die hintere gesehen. Sieh mal, da guck, wir nehmen uns auf jeden Fall das Upgrade mit, weil ich glaube, ich nehme meine Maus nicht auf. Darum macht das immer so wenig Sinn, dann da mit der Maus drum rumzukreisen.
So, ja, natürlich kaufen wir uns das Ding auch direkt. Achso, das sind jetzt diese Rammsiegel, die hier vorne so am Glitzern sind, oder was? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die waren vorher noch nicht da. Port bitte nochmal. Was ist jetzt die Mission? Get credits for 2 victories. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich sowieso für alles das gleiche Brot verwenden. Wir machen mal hier Battle. Also eine Folge mache ich jetzt nochmal hintereinander, also zwei Folgen hintereinander, weil es, glaube ich, recht kurze Folgen sind. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesem Spiel, beziehungsweise von dieser Schiff-Variante, dann schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall, sobald War Thunder ihre Schiff-Variante rausgebracht hat, die auch nochmal zeigen. Denn darauf bin ich richtig gespannt wie ein Flitzebogen. Denn ich finde, War Thunder macht diese Kriegssimulation nochmal einen Tick besser. Oder meistens einen Tick besser. Ist jetzt meine Meinung. Ist natürlich so von wegen, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ich will ja jetzt kein World of Tank, World of was weiß ich, Liebhaber jetzt irgendwie beleidigen, von wegen, dann spiele ich scheiße. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde persönlich die von War Thunder etwas besser. So, wir geben da mal Spaß. Was ist denn das hier? Achso, das ist entweder Basen erobern oder die feindlichen Schiffe zerstören. Wir können auch Autopilot machen, das heißt, wir können... Ne, hier zum Beispiel sagen, dass er da lang fahren soll, dann tut er das auch. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, der soll jetzt hier so... Kann ich nur einen Punkt setzen? Scheint so. Dahin fahren und dann wird er das auch tun. Also im Endeffekt haben wir seitlich immer... Ne, wir haben, egal wo wir hingucken, mindestens 3 Kanonen, um uns zu wehren. 4 Stück wird ein... Nee, vorne hätten wir sogar nur eine genau vor uns und genau hinter uns. Das heißt, wir müssten, wenn schon, schräg stehen. Denn diese Kanonen hier vorne an der Seite sind ja, wie man vielleicht sieht, so leicht schräg. Was ich auf jeden Fall schön finde an dem Spiel, und ich hoffe, das kriegt War Thunder auch hin, im Vergleich zu jetzt, die Wassergrafik. Also ich finde das Wasser wirklich sehr schön gemacht. Dafür, dass das ja mehr oder weniger auch ein Spiel ist, was auf sehr vielen Systemen laufen soll. Das heißt, die sind ja auch, was Anforderungen angeht, gar nicht mal so hoch. Vor allem, man kann es ja auch noch runterstellen. Ich spiele jetzt auf fast höchste Auflösung. Kann ich das zeigen? Settings. Hier. Ich spiele auf sehr hohen Auflösungen oder so, ne? Man kann es natürlich noch deutlich weiter runterstellen. Aber ich finde, Nachbarn schießen nicht aufeinander. Gruß an den... Noferana vom Burgdorfer. Okay. Da sind 2 Zerstörer. Zerstörer ziehen auf jeden Fall auch diese Rauchwolke hinter sich her, wodurch sie halt nicht targetable sind. Die Frage ist, wo fahre ich jetzt hin zur Hölle? Versuche ich die links abzufangen? Weil da rechts von mir sind auch Feinde ohne Ende, aber ich habe hier leider keine Hilfe. Und das waren 2 Stück. Ja, und ich sehe ihn leider nicht. Irgendwo da hinten. Fuck. Torpedos! Das hintere Heck wegdrehen!
Weitere Torpedos, weitere Torpedos! Oh Gott. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wegdrehen. Oh. Oh Gott, diese Torpedos gerade. Aua. Wir haben Leck geschlagen. Oh Gott, das tut weh. Oh Gott, wieder Leck geschlagen. Oh Gott, wir müssen noch eine Minute reparieren. Wir sinken. Wir sinken. Wir werden sowas von sinken. Bot! Ja, oder wir werden einfach zerstört. Das geht natürlich auch. Da kommt die volle Breitseite auf mich drauf. Scheiße. Aber die Torpedos waren auch einfach zu viel, ganz ehrlich. Was zur Hölle hat der denn gemacht? Hat er sich festgefahren oder was? Boah, diese Torpedo-Armee da. Der arme Typ. Oh, der kriegt die alle voll ab. Oh Gott. Ach, der hat sich da einfach nur versteckt oder wie? Oh, scheiße, Alter. Oh, das tut weh. Und noch einer voll rein. Eieiei. Also ich glaube, ich will auch einen Destroyer haben. Ich will auch mit Torpedo schießen. Das ist ja richtig mies, ey. Gucken wir mal den nächsten Typen zu. Da, das ist der nächste. Destroyer gegen Destroyer. Oh, aber der hier ist schon gut geschwächt. Da ist noch ein Destroyer hinter dem. Na, wie sieht's aus? Los, lass doch Torpedos runter. Also da, man sieht auf jeden Fall auch seine Torpedos hier. Puff. Wenn jetzt gerade nicht in zwei geschossen wurde, Alter. Den hat's echt zerlegt. Ja, der muss jetzt einfach. Feindliche Destroyer. Schafft das, den Torpedos auszuweichen? Na? Oh, echt? Oh, mies. Ich würde gerne den feindlichen Destroyer da hinten. Da hinten, das Ding, da würde ich gerne. Den Kutscher da hinten würde ich gerne beobachten. Hallo, den da hinten. Danke. Den da kommt wieder. Ah? Okay, der Destroyer will ihn anscheinend nicht. Achso, das ist meine Leiche oder was? Was auch immer. Achso, der kämpft da hinten gegen, okay. Ich will aber eigentlich weiterhin diesen kleinen Destroyer da verfolgen von den Feinden. Momentan haben die noch ein Schiff mehr als wir. Da ist er wieder, da fand ich das teuer. Hier sieht man, da sieht man auch wieder die Torpedos. Diese großen Dinger hier. Ich denke mal, das sind die Torpedorohre. Los, komm, jetzt nimm ihn mit, den Kleinen da. Ja, die Torpedos werden nicht treffen. Seine. Oh, vorsichtig, vorsichtig, nicht reinfahren. Oh Gott. Sehr schön, damit wurde er versenkt. Auf jeden Fall recht interessant, allein mit der Torpedo, mit der Torpedo-Sachen und so. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie Warthunder das alles umsetzen wird. Ich meine, Warthunder hat jetzt natürlich schon mal einen Vorteil, muss man zugeben. Und zwar kann Warthunder jetzt abgucken. Weil Warthunder hat es momentan noch nicht rausgebracht. Also der Vorteil an den Machern dieses Spiels hier ist natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, Wargames ist es, glaube ich, ist natürlich von wegen. Die können sich jetzt schon mal eine schön breite, hier ist der Hannoverianer, ist natürlich, die können jetzt schon mal eine Community sammeln, die auf jeden Fall das Spiel wahrscheinlich weiterspielen wird. War Thunder hat natürlich den Vorteil jetzt, sie können ein bisschen abgucken. So von wegen, was machen die wie? Auch wenn ich zugeben muss, ich glaube, wenn War Thunder dabei den eigenen Schadensmodellen bleibt und den eigenen Steuerungen oder so, sind sie dann doch deutlich besser bedient.
Vor allem, damit die Spiele sich einfach nicht zu ähnlich sind. Der Dingskrieg wird er leider verlieren, so wie es aussieht. Oh Gott. Vor allem, weil er hardcore am Brennen ist. Ah, und von der anderen Seite schießt auch noch einer auf ihn. Da hinten. Da geht's runter für ihn. Aber auch er wurde jetzt zerstört hier vorne. Aber ich finde sowas richtig genial, teilweise einfach anzugucken, wie detailliert die Schiffe sind. Ich meine, theoretisch, du müsstest diese ganzen Rettungsboote und so ja gar nicht aufzeichnen oder sowas an diesem Schiff. Oder gucken wir mal hier zum Beispiel, was haben wir hier? Ja, hier die ganzen Rettungsboote, die ganzen extra Luken und sowas, müsste man ja theoretisch gar nicht mit draufbringen oder so, ne? Oder hier... Ich finde das richtig cool, sich dann auch einfach mal so die Schiffe anzugucken. Genauso wie bei War Thunder ich mir dann halt auch sehr gern einfach mal die Flugzeuge angeguckt habe. Die Panzer jetzt nicht ganz so gern, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich an Panzern allgemein nicht so ein großartiges Interesse, an so ein großartiges Interesse habe. Uiuiui. Also du solltest vielleicht ein bisschen abdrehen. Das war gerade schon ziemlich knapp. Okay, da im Chat sieht man gerade mehr oder weniger so weitere Taktiken. Sich so hinstellen, dass die feindlichen Geschütze immer noch nachdrehen müssen. Aber so lange dauert das, zumindest auf dieser Entfernung nicht. Das heißt, die beiden waren wahrscheinlich deutlich näher. Ich glaube, das waren vorhin so zwei Destroyer, die sich gegenüberstanden, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Bin mir aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall war das zwei T3-Schiffe. Zumindest. Achso, das waren diese beiden großen, die wir da gerade hatten, oder? So wie es aussieht. Na? Aber wie gesagt, die Wasserdetails finde ich unglaublich schön, muss ich zugeben. Also, Respekt dafür. Ein Wargames. Also momentan trifft er hier auf jeden Fall deutlich besser, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, bis jetzt hat er maximal einen Treffer verbuchen müssen. Das andere Schiff bewegt sich aber auch nicht, was natürlich so einem leichten Ziel macht. Und er zielt anscheinend immer direkt auf das feindliche Schiff, was natürlich auch ein Problem darstellt, immer direkt drauf zu schießen. Vor allem auf ein bewegendes Schiff. Direkt drauf zielen kann man ja, solange sich das Schiff nicht bewegt. Aber wenn es sich bewegt, dann ist die Sache natürlich ein bisschen anders. Der Kampf hier ist auch schon mehr oder weniger komplett vorüber. Wenn es zerstören, dann aber richtig. Tja. Damit hätten die nur noch einen Destroyer. Das ist der da hinten. Ich glaube, der ist AFK. B5 AFK. Da werden die Koordinaten durchgegeben. Ihr seht da unten rechts bei den bei der Karte, wie es aufgeteilt ist. Es ist so ein bisschen wie Schiffe versenken. Tja, das war's mit dieser Runde. Wieder ein Sieg für unsererseits. Set on Fire. Ich kann leider nicht gucken, wofür das genau ist. Ja, wie man sieht, ich kriege hier die ganzen Boni mehr oder weniger alle gleichzeitig. Weil es halt einfach nur Win a Battle ist. Okay.
ich danke euch jetzt hier auf jeden Fall fürs Zusehen. Falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ein Part wird noch kommen. Ich guck mal, ob ich schaffe, noch ein weiteres Schiff für euch bis dahin frei zu spielen. Ich kann es euch allerdings nicht versprechen, muss ich zugeben. Auf jeden Fall, bis dahin, Leute. Ciao.